Zahnersatz, Kostenvergleich zwischen Europa und der Thai-Viertlerkei. Ein strahlendes Lachellen und gesunde Zähne sind nicht nur ästhetisch wichtig, sondern auch für die allgemeine Gesundheit von großer Bedeutung. Doch Zahnersatz kann oft sehr teuer sein, vor allem in Europa. Viele Menschen suchen daher nach Alternativen, um Kosten zu sparen, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Eine beliebte Option ist es, Zahnersatz im Ausland machen zu lassen, vor allem in der Thai-Viertlerkei. Doch wie unterscheiden sich die Kosten für Zahnersatz in Europa und der Thai-Viertlerkei? In diesem Video gehen wir dieser Frage auf den Grund. Europa. In den meisten europäischen Ländern sind die Kosten für Zahnersatz sehr hoch. Dies liegt vor allem an den hohen Lohnkosten der Zahnärzte und Zahntechniker, sowie an den hohen Materialkosten. Auch die Versicherungsleistungen für Zahnersatz sind oft begrenzt und decken meist nur einen kleinen Teil der Kosten ab. In Deutschland zum Beispiel, übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung nur einen kleinen Teil der Kosten für Zahnersatz. Man muss also einen Großteil aus eigener Tasche bezahlen. Ein einzelner Zahnimplantat kann in Europa zwischen 1.000 und 3.000 Euro kosten, abhängig von Material und Technik. Kronen und Zähne liegen in einem ähnlichen Preisspektrum. Insgesamt kann die Kosten für Zahnersatz in Europa leicht mehrere tausend Euro betragen, je nach Umfang der Behandlung. Thai-Viertlerkei. Im Vergleich dazu sind die Kosten für Zahnersatz in der Thai-Viertlerkei deutlich günstiger. Dies liegt vor allem daran, dass die Lohnkosten und Materialkosten in der Thai-Viertlerkei niedriger sind als in Europa. Hinzu kommt, dass die thai-viertlerkischen Zahnärzte oft für eine ausgezeichnete Ausbildung und modernste Technologie gehen. Viele Zahnkliniken in der Thai-Viertlerkei sind auf Zahntourismus spezialisiert und bieten eine erstklassige Behandlung zu einem Bruchteil der Kosten, die man in Europa zahlen würde. Ein einzelnes Zahnimplantat kann in der Thai-Viertlerkei zwischen 500 und 1.500 Euro kosten, je nach Klinik und Material. Kronen und Zähne sind ebenfalls deutlich günstiger als in Europa. Insgesamt kann man für Zahnersatz in der Thai-Viertlerkei bis zu 70% sparen im Vergleich zu Europa. Qualität. Ein wichtiger Aspekt, den man bei der Entscheidung für Zahnersatz im Ausland beachten sollte, ist die Qualität der Behandlung. In der Thai-Viertlerkei gibt es zahlreiche renommierte Zahnkliniken, die international anerkannte Zertifizierungen und erfahrene Zahnärzte gehen. Viele Zahnkliniken in der Thai-Viertlerkei verwenden zudem hochwertige Materialien, die den europäischen Standards entsprechen. Es ist also durchaus möglich, in der Thai-Viertlerkei eine erstklassige Behandlung zu erhalten, ohne Abstriche bei der Qualität machen zu müssen. Fazit. Insgesamt lässt es sich sagen, dass Zahnersatz in der Thai-Viertlerkei eine attraktive und kostengünstige Option für Menschen aus Europa darstellt. Die hohen Kosten für Zahnersatz in Europa sind für viele unerschwinglich, weshalb immer mehr Menschen auf die Thai-Viertlerkei als Alternative setzen. Mit einer Ersparnis von bis zu 70% gegenüber den europäischen Preisen bietet die Thai-Viertlerkei eine erstklassige Behandlung zu einem Bruchteil der Kosten. Man sollte jedoch darauf achten, eine renommierte Zahnklinik auszuwählen, um die Qualität der Behandlung sicherzustellen. Letztendlich ist Zahnersatz in der Thai-Viertlerkei eine gute Möglichkeit, Kosten zu sparen, ohne dabei auf Qualität zu verzichten.